euch segnen alle. Ich hoffe, man hört mich. Hier in Deutschland ist es ja ein ganzes Stück lauter wie in der Schweiz. Das kann ich gar nicht erklären, wieso. Das ist total verrückt. Aber nun, so ein kleines Update zu meinen Gedanken über die Gesellschaft. Also ich glaube, diejenigen in Sodom und Gomorra, die sind um einiges besser dran wie die Menschen der Welt in dieser Weltzeit. Das ist ja eigentlich auch so. Das ist schon krass, also. Es ist schon krass, was ich heute alles sehen durfte, wie die Menschen drauf sind, was sie alles so für normal halten, das ist eine extrem große Schande, das muss ich schon sagen. Also da schämt man sich, muss es fast schon so sagen, da schämt man sich überhaupt, dorthin durchzulaufen. Es ist sehr eigenartig. Was ich da heute alles sehen durfte, hat mir gereicht. Es war streng, das muss ich sagen. Und am Bahnhof hat es mir richtig die Beine wie weggerissen. Ja. War interessant. Also ich habe da einige Personen, glaube ich, gestört. Ja. Die habe ich richtig so aufgescheucht. Das habe ich gemerkt. Ja. Ich habe da sehr viele Personen treffen können, die haben es so sehr nötig gehabt, dass jemand zu ihnen kommt und verkündet, ja, auf die stille Art oder laute Art einfach zu ihnen hingeht und verkündet. Sie haben nun eine Verkündigung bekommen. Was sie damit anfangen, der Herr wird sicherlich einiges an ihnen arbeiten. Weil nun haben sie die Entscheidung des Lebens, ja. Manchmal ist es einfach nur eine Katastrophe, wenn man sieht, wie die Menschen sich verhalten gegenüber dem anderen. Sie halten sich für sehr reich, für sehr stark. Ja? Als würden sie ewig leben. Solche Personen habe ich zum Teil getroffen und die haben es nach außen gestrahlt. Und das habe ich anderswo, glaube ich, noch nie erlebt. Jetzt komme ich in den Sinn, in Zürich, glaube ich, habe ich das so erlebt. Ja, genau, in Zürich, das kann ich vergleichen. München kann ich jetzt ein bisschen vergleichen mit Zürich. Diese Ortteile, die ich jetzt da hindurchgelaufen bin, ist genau das Gleiche, was ich dort erlebt habe, ganz genau. Ja. Ich bin an einem Ort in München da gelaufen. An einem Ort hat es Stripclub, dann kommt Goldverkauf, dann gibt es, was gab es noch? Hotels gab es verschiedenste Sorten, überall, vom türkischen Hotel bis zum weiß ich was für ein Hotel. Was gab es da noch? Jeder erdenkliche asiatische Markt, türkischer Markt, muslimischer Markt, spezieller Markt für asiatische Sachen hatte es in verschiedenste Sorten. Und das hatte solch eine extreme Ausstrahlung, negativ, aber richtig negativ. Du hast es gespürt. Ich sagte, das habe ich sowas von gespürt, das war so schlimm. Beim Hinlaufen, da war es mir, habe ich einfach nur eigenartig gefunden, diese ganze Durcheinander. Ja. Es gab noch viele andere Geschäfte, die ich gar nicht mehr aufzählen kann. Ich habe das versucht zu verdrängen, das war alles so ineinander verschachtelt. Und das straßenweise, ja, das ist ja nicht nur eine Straße, das war straßenweise. Und das war so schlimm, das war so intensiv, ja. Und was ich da alles erlebt habe, das war brutal. Auch zu denen ging ich ja hin, wo, in Anführungs- und Schlusszeichen reich sind. Ohne den Herrn sind sie arm, natürlich. Aber auch zu denen ging ich hin und hab's versucht, am Traktate angenommen. Und beim Zurücklaufen habe ich gesehen, bei den Schlimmsten, in Anführungs- und Schlusszeichen Schlimmsten, für mich sind alle genau schlimm dran, aber ich habe sie allesamt genau gleich lieb. Ja, da gebe ich keinen Unterschied. Ich hatte auch negative Erlebnisse, selbstredend auch, aber so soll es sein. So soll es doch sein. Was sollen wir denn tun? Wir verkünden, sie entscheiden. Ja. Aber diejenigen, die
von der Gesellschaft weggedrückt wurden. Dorthin hat der Herr mich geschickt und zu vielen Muslimen, ja. Und das berührt mich sehr, weil genau dieser Traktat, den ich da, den werde ich noch vorstellen, dieser Traktat, den ich da verteilen durfte, das ist der neue, das beste Geschenk, ja. Also ich hatte Freude wie ein kleines Kind, bin nur noch hin und her gesprungen von einer Person zur nächsten. Ein Geschenk für dich an diesem herrlichen Tag. Und die haben gestrahlt und die haben so Freude gehabt. So viele, also wenn ich so hoch rechne, sind es sicherlich 100 gewesen, die ich von Hand zu Hand so geben durfte. Ja? Und wie viele noch habe ich dann verteilen dürfen im Briefkästen, wo der Herr mich hingeschickt hat. An diese Orte, da muss sich ein Postmann ein bisschen zusammennehmen, am Morgen früh oder am Abend oder wann er auch Paket oder Brief oder so bringt. Also dort ist dann schon eigenartige Atmosphäre gewesen, ja. Also dort geht nicht jeder gerne hin. Das kannst du mir glauben. Und ich glaube, das sind Häuser vom Zweiten Weltkriegszeit, so wie ich das so kapiert habe, ja. Da war auch ein komischer Gedenkstein mittendrin im Hof. Ja, da waren sicherlich, ich sage mal, so rund 50 bis 70 Familien am Wohnen. Größtenteils muslimisch und der Rest einfach nur, naja, Randgesellschaft. Ja, hatten irgendwie, ich glaube, indische oder so pakistanische Namen und so. Ja. Und das war sehr interessant. In Zürich wurde ich dann auch schlussendlich, glaube ich, an solche Orte auch noch geschickt vom Herrn. Ja. Der Teufel hat sich natürlich viel eingemischt, ich habe das schon gemerkt. Ja. Er ist dann auch gekommen mit seiner wimmernden Stimme und hat mir dann auch schon versucht, da irgendwie, ja, geh doch da, ja, geh doch da. Ja. Ich habe den Herrn gesagt, ich will nur deine Stimme hören, leite du mich. Und was ist passiert? Ich habe so Freude bekommen und der Herr hat mich hindurchgeleitet von überall. Ich habe doch gesagt in einem Video, ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich bin genau an dem gleichen Ausgangspunkt gelandet. Und ich bin so weit gelaufen. Ja? Ich bin so extrem weit gelaufen. Ich habe so einen Schrittzähler. Fast 17.000 Schritte. Das ist extrem viel. Das sind, glaube ich, 14 Kilometer oder 15 Kilometer bin ich gelaufen. Und das war krass. Ja? Das war krass. Das sage ich dir. Das war unglaublich stark. Nochmal würde ich natürlich nicht dahin kommen. Es gibt viele andere Orte. Das Beste ist natürlich an einem Ort nur einmal. Ja, nächste Woche kann ich dann offenbaren, was ich da Spezielles noch vorhabe. Ja, ich kann mehr dazu nicht sagen. Aber dann kann ich dann offen sagen, wohin das die Mission eigentlich geht. Dank den perfekten Zugverbindungen und allem. Ja. So sieht das aus. Kreuz 5 Einfahrt, Herr Jörg Mindeheim, Ankunft 14.59, Vorsicht bei der Einfahrt. Kreuz 4 Information zum RE nach Mindeheim, mit RE nach Oberstdorf, Abfahrt 14.54, also 15 Minuten später. Ja, heute ist Tag der Verspätung, könnte man fast sagen. Ja. Alles hat irgendeine riesige Verspätung und ja, ich habe noch fast 4 Stunden oder 4,5 Stunden Zugfahrt vor mir. Ja, das ist gewaltig. Das ist extrem. Und ich muss noch einmal umsteigen. Dann muss ich in den Bus. Mit dem Bus umsteigen. Dann muss ich in den Zug. Mit dem Zug komme ich dann an. Und dann muss ich in den Bus. Soweit ich noch weiß. Also da ist was los. Ja? Und die Rückfahrt ist schlimmer wie die Hinfahrt. Das sage ich dir. Aber hat sich alles gelohnt. Und alle Ehre gebührt dem Herrn. Ja? Der Herr ist gekommen für allesamt. Aber der Herr ruft zu denen am allermeisten, ja, jetzt gerade, allermeisten, diejenigen, die überhaupt keine Hoffnung haben, nie eine Chance hatten, auch nur irgendwie frei zu werden. Ja. Ihnen wurde es nie verkündet, so meine ich das, ihnen wurde das niemals verkündet. Die anderen, die da reich sind und alles zu haben scheinen, ja, bei denen sieht es anders aus, die wissen Bescheid. Ja. Die wissen über einiges mehr Bescheid als die anderen. Die anderen, die sind Randgesellschaft, ja, für diejenigen. Das sind Verstoßene. Ja? Genau wie ich. Genau wie ich einer war. Verstoßen, keine Chance. Ja? Nicht fähig, auch nur irgendeinen Schritt zu tun. Nicht mal
ein Gruß wert. Das ist mein Leben gewesen. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir zum Herrn Ja sagen. Alles andere ist unwichtig. Ja? Der Herr macht alles neu. Und das war sehr stark. Ich habe Personen getroffen, von denen ich weiß es einfach, die sehe ich wieder. Da gab es drei Personen, die da in der Runde waren und die waren ganz schlimm dran. Also wahrscheinlich haben sie sogar auf der Straße gelebt oder so. Die waren schon richtig am Saufen und alles und mit dicken Ketten und so und voll tätowiert mit allem Möglichen. Und der eine, der hat aus ihrer Mitte gestrahlt und da bin ich zu ihm. Ja, das waren sogar andere Gruppierungen. Ich bin noch zu einer anderen Gruppierung hin. Die hatten die Traktate noch in der Hand, wo ich zurücklief. Ja. Und andere wieder, die reicheren, zwei Traktate habe ich am Boden gefunden, habe ich aufgenommen. Und den nächsten weiter. Ja. Somit wurden etwa 200 bis 250 Traktate sicherlich verteilt. Und das war stark. Und 100 von denen mindestens persönlich. Ja. So viel dazu. Das war schon mein Zeugnis, was dies anbelangt. Ja, Amen.